Und damit willkommen zu einer neuen Folge Witcher 2. So, was kriegen wir denn? Verdoppel die Summe. Last von dir hören, wenn du dich im Flotsam langweilst. Verdoppeln wir die Summe. Oder wir lassen uns eine Anzahlung geben. Ich finde eine Anzahlung gerade irgendwie besser. Ich habe gerade kein Geld. Wir brauchen Geld für die Vorbereitung. Einen Vorschuss? Bitte, hier sind meine letzten Orins. Dafür kannst du aber rammeln wie ein Kaninchenbock und saufen wie ein Loch. Ich bräuchte eher einige Mixturen. Jetzt erzähl mir, was du über das Ungeheuer weißt. Du bist doch der Hexer zum Kuckuck. Ich kenn mich da nicht aus. Wer kennt sich denn aus? Dieser verschrobene Elf Cedric vielleicht. Angeblich weiß der eine Menge über Bestien. Wo finde ich den? Im Dorf, nicht weit von der Mauer. Und jetzt lass mich in Frieden. Wirklich? Augen wie eine Katze. Vielen Dank. Na dann. Keine faulen Tricks, verstanden? Sollten wir uns mal zu Cedric begeben? Kiran, Frage des Preises. Er handelt einen guten Preis aus. So. Kiran ist hier. Unmoralisches Angebot. Königsmörder? Achso, ja. So, dann machen wir doch. Hier. Das. Geruch von Weihrauch. Der war doch da hinten, ne? Erstmal hier durch. Und da oben lang. Wusste ich doch, dass es sich lohnt, in dieses Drecksloch zu kommen. Volltests Mörder höchstpersönlich. Wie geht's denn so? Was macht die Gesundheit? Kann nicht klagen. Freut mich. Aber schau, der Weg nach Vysima ist lang. Ich habe keine Zeit zu verplaudern, nachdem ich dich schon so lange suchen musste. Gute Reise. Grüß Vysima. Hör mal, du Kaspar, lebendig bist du zwar mehr wert, aber im Zweifelsfall bin ich auch mit einem toten Hexer zufrieden. Such's dir aus. Versuch doch mal, mich umzubringen. Wirf dein Schwert weg, sonst garantiere ich für nichts. Komm her, wenn du mich haben willst. Das ist immer so ein... Auf die Anderlinge! Oh! Du bist etwas stärker als die anderen, habe ich gerade festgestellt. Na, Kleiner? Ciao, ciao! Schwert wegstecken. So, Haftbefehl, was? Ich habe ein Strickleiter. Was? Wieso hatten die eine Strickleiter mit Sprossen dabei? Hä? Sind die alle bescheuert hier? Die sind echt bescheuert. Sind ja schöne Verhältnisse hier. Der Zwergenschmied. Eine Sache lässt mir keine Ruhe. Spuck's auf. Das Essen, Hexer. So, du bist das. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Dankeschön. Ich brauche die Rezeptur für eines deiner Räuchermittel. Ich habe hier gut 200. Es ist das, was sich am besten verkauft. Mir ist ein saftiger Preis für die Rezeptur deiner Mischung geboten worden. Angeblich ist sie schädlich. Unsinn. Bisher hat sich noch kein Kunde beklagt. Und meine Rezeptur verrate ich niemandem. Ich könnte dir die Rezeptur einer ähnlichen Duftmischung geben. Dann bekommst du deine Belohnung und ich behalte mein Geheimnis. Ja. Einverstanden. Warte einen Moment. Bitte. Vielen Dank. So. Flotsam hat eine Armee. Hexer brauchen wir nicht. Ja, aber nicht so viel. Dann wollen wir doch mal zurückgehen. Ach, das ist da unten drin. Alles klar. So.
Wer bist du? Donut. Das war's. Mehr hab ich nicht für dich. Lass mich jetzt bitte in Ruhe. Bist du vorher nicht noch anders? Bist du nicht mal Aaron? Wieso heißt der denn jetzt Donut? What the hell? Ah, kann ich nicht runter. Ich muss hier runterlaufen. Ich wollte gerade springen. Ah. Springen! Bist du gerade frei? Nein. Dreiste Unterstellung. Die haben irgendwie keinen Bock auf die Wachen. Und? Hast du die Rezeptur? Ja. Hab ich. Zeig her. Da hast du die Rezeptur. Sehr gut. Bevor du dein Geld bekommst, muss ich im Labor prüfen, ob es auch die echte ist. Verdenk mir meine Vorsicht nicht. Tu ich nicht. Gib mir nur die Rezeptur zurück. Also schön. Dann gehen wir eben gemeinsam. Ich warte am Markt neben dem Eingangstor auf dich. Alles klar. Mit der Übung habe ich nicht gerechnet. Oh ja, läuft, passt schon. Nein, er will es überprüfen. Ach, verdammte Hacke. Ach, Mann. Handwerkerviertel. Gibt's auch Mädchen, die Hexer werden? Ja, guck mal, Witcher 3, da kommt eine. Ich kann ihn speisen? Nee, aber ich kann den, nein. Lieber nicht. Lieber nicht. Was ist denn da hinten? Kommt er durch? Alles nehmen. Alles meins. Es stimmt also. Volltest ist tot. Leider. Tut mir auch sehr leid. Da kommt der Hexer. Hab ihn gemocht. Ob er einverstanden wäre? Weiß nicht. Wenn wir ihn dann einfach so fragen. Gibt's auch Mädchen, die Hexer werden? Sieh ihn dir an. Er wäre genau der Richtige dafür. Was? Ha! Guten Tag, hast du kurz Zeit? Siehst du, mein Kollege und ich, wir haben eine alchemische Substanz entwickelt, die wir in Vysima in einem Laboratorium testen wollten. Aber da hier ein Hexer weilt, dachten wir, ob du vielleicht so freundlich wärst, sie gleich in der Praxis auszuprobieren. In ein oder zwei Jahren könntest du uns in der Hauptstadt besuchen. Wir untersuchen dich und zahlen dir einen üppigen Lohn. Es geht um die langfristige Wirkung der Substanz. Mehr dürfen wir nicht verraten. Machst du mit? Ja, komm, läuft doch. Warum nicht? Wunderbar. Ausgezeichnet. Wenn du noch ein Tagebuch für das Experiment anlegen könntest. Übertreib mal nicht. Wollte gerade sagen. Mal locker, ne? Oh ja, kann man es nehmen. Alter, ist noch mehr. Alles nehmen. So, jetzt aber. Berthold Candelaria. Oh, hallo Berthold. Meister, seht doch, wer uns beehrt. Er hört mich nicht, der Titan der Schmiedekunst. Besessen von der Arbeit. Wie geht's denn, Hexer? Läuft. Nette Werkstatt. Ach, sie ist ganz gewöhnlich. Aber danke für das Kompliment. In des Meisters Namen und dem meinen. Was kann ich für dich tun? Oh, man kann wieder würfeln. Ich will mal gucken, was man herstellen kann. Ah ja, okay, ich habe Schema Reißzahn. Das heißt, ah ja, das ist ein Hexersilberschwert. Mir fehlt Silbererz. Alles klar. Hier kann ich die Schemas annutzen. Das ist okay. Dann passt mir das. Alles klar. Okay. Funktioniert jetzt wenigstens. Warte. Was kann ich? Erstmal gucken, was du verkaufst. Aus. Oh, du Scheiße. Ich hab doch kein Geld, ey. Das ist eine Aufwertung. Geil. Schaden. Alter Finne. Kaingorn-Schwert. Geil. Hey. Läuft, oder? Ach krass.
so scheiße. Was ich jetzt kaufen kann, ich hab kein Geld. Ah, die könnten wir mal sammeln, haben die ein Gewicht von 0,02 und können die dann später auf die Endrüstung draufklatschen. Warte. Was kann ich für... Ich will Würfel noch. Was? Nein, ich hab doch... Ich hab Würfeln gesagt. Was kann ich für dich... Da. So, mein Einsatz. Ja, 5. Das passt erstmal. Ja. Ach, ist egal, wo ich sie hinwürfel. So, ja. Was sind das? 5, 2, 4, 3, 5. Ja, passt auch. Hä, wieso? Hä? Was? Was kann ich für dich tun? What the fuck? Eins, zwei, zwei, vier. Wieso noch einmal würfeln? Da habe ich jetzt nichts mehr. Hä? Ich raff's gerade überhaupt nicht. Hä? Wie funktioniert denn dieses Würfel bitte? Die Preise bleiben, wie sie sind. Ich trete der Zunft nicht bei. Basta. What the fuck? Überleg es dir gut. Die Zunft kann mich mal. Meine Waffen sind besser. Was? Was gibt es Neues, meine Liebe? Was macht der Hans? Tagsüber plärren die Felger. Nachts stillt er ab. Ich raff's nicht. Was bist du eigentlich? Und da bin ich wieder zurück. Schon wieder die Aufnahme. Oder besser gesagt, das Spiel spontan beendet. Oh. Er muss irgendwas mit DX Tory sein. Ich habe keine Ahnung. Muss ich nochmal rausgucken, ob, was da dieser Fehler ist. Genauso wie mit dem Hall. Da gibt es scheinbar auch keine Lösung für. Ich habe mir das neue Schwert jetzt mal nicht gekauft. Das war jetzt mal Zufall, dass das... Meister, seht doch, wer uns beehrt! Ja, das kennen wir ja schon. Nette Werkstatt. Ah, was kann ich... Das haben wir geguckt. Würfeln lasse ich jetzt auch mal sein. Ich raff's nämlich nicht. Ich raff's überhaupt nicht. So, Aufwertung kann ich mal kaufen. 2 Stück. Und ich überlege, ob ich ein Schema kaufe. Also ich für das Kaimgorn-Schwert. Weil, so wenn ich richtig lege, habe ich ja gerade keins angelegt. Doch. Hä? Das ist total komisch. Habe die Ehre. Ich habe mich unten bei dem Fuzzi gestartet. Habe ich scheinbar doch gespielt. Bei dem, der das Rezept haben wollte. Neues, meine Liebe? Und der war weg. Was macht der Haushalt? Aber scheinbar habe ich den Preis schon aus. Scheinbar hat er alles gespeichert, bis ich zu dem gelaufen bin. Ich, keine Ahnung. Bist du der Hexer? Der bin ich. Dann musst du etwas gegen dieses böse Treiben unternehmen. Dieser Strolch verkauft ungestraft Gift in seinem Laden. Ich dachte, er verkauft Räucherwerk. So nennt er es. Aber die Leute werden süchtig danach und verlieren den Verstand. Wie bei Fistich. Du musst unbedingt erreichen, dass der Laden geschlossen wird. Wenn du das schaffst, werden die Einwohner von Flotsam dich reichlich belohnen. Ich rede mal mit dem Händler. Ja. Was willst du? Ach, gib mir den Sack. Ah, ich rede noch mal mit dir. Willkommen in meinem bescheidenen... Hallo, beweg dich. Womit handelst du? Vor allem mit zur Meditation. Nein, verdammte Hacke. Das. Es heißt, eine deiner Räuchermischungen sei eine starke Droge. Eine Droge? Bei mir? So einen Blödsinn habe ich ja noch nie gehört. Eine gewisse Dame sagte, es wirkt wie Fistech.
Wer weiß, was auf die Dame sonst noch wie fistig wirkt. Warum ist diese Räuchermischung denn so beliebt? Weil sie so toll riecht? Wenn du wüsstest, ich habe ewig daran gearbeitet. Und die Ingredienzen kosten ein Vermögen. Darum ist es so gut. Du lebst seit deiner Kindheit mit den Leuten zusammen. Warum willst du sie vergiften? Machst du Witze? Wovon sollte ich leben? Gut, na dann. Morgen komme ich mit Loredo wieder. Ist ja gut, schon gut. Ich mache den Laden zu, aber ich flehe dich an. Sag Loredo nichts. Pass bloß auf, Hexer! Yay! Verschlossen. Oh, gut. Na dann, Mathilda. Ich sehe, du hast es geschafft. Ich danke dir im Namen Flotsams. Hier ist deine Belohnung. Ein Laden voller Träume. Yay! Flotsam hat eine Armee. Hexer brauchen wir nicht. Vielleicht hätte ich erst rausgehen sollen. Ah, ne, das kann man immer noch machen. Ne, hier geht's nicht raus. Da geht's raus. Gehen wir mit ihm mit. Was ist das? Wir haben Übungen gemacht, okay. Das. Aufgepasst, Monster. Ja, gut. Ich glaube, das sollten wir hinkriegen, ne? Haben wir noch. 3 Minuten, 2 Minuten. Wohin gehst du? Was ist das für eine Frage? Weißt du, wo ich einen Elfen finden kann, der Cedric heißt? Halt dich raus aus dieser Sache. Wer ist das denn jetzt? Wer ist denn Sheila? Du bist so blass geworden, als wir Sheila begegnet sind. Sheila. Ach was, du hast dich geirrt. Gut, ich frag dich nicht weiter. Ich versuche allein, ein bisschen mehr zu erfahren. Wie das? Ich gehe mit ihr auf die Jagd. Aber zuerst muss ich Cedric finden. Dann lass uns zu ihm gehen. Er ist auf der Wachplattform. War das so schwer? Aber ich will jetzt nicht mit Cedric sprechen. Ich will das machen. Da bist du. Kann ich gesehen. Bist du bereit? Wie ich schon sagte, ich bin vorsichtig. Der Eingang zu meinem Laboratorium ist ein Geheimnis. Und das soll er auch bleiben. Ich muss dir leider die Augen verbinden. Gut. Ja, muss klicken. In Ordnung. Aber mach keinen Unsinn. Eine falsche Bewegung und du hast keine Hände mehr, mit denen du deine Geheimtür öffnen könntest. Ich bin nicht so verrückt, mich mit dir anzulegen. Halt dich an meiner Schulter fest. Lass uns mal führen in die Dunkelheit. Es ist ganz nah. Okay. Wir sind fast da. Sehr gut. Dicker, jetzt! Dachte ich mir. Noch einmal. Verzeih mir. Ich weiß, wenn du wolltest, könntest du Gulasch aus mir machen. Ich musste mich irgendwie absichern. Einen Moment Geduld. Meine Mitarbeiter überprüfen die Rezeptur. Du weißt ja nicht, wie schwierig es heutzutage ist, qualifizierte Spezialisten zu finden. Zu Bleinheims Zeiten konnte ich mit den erlesensten Alchemisten zusammenarbeiten. Bleinheim? Den Namen kenne ich doch. Jemand aus Flotsam? Aus Visima. Lange her. Augenblick! Da sind die Ergebnisse. Wo? Hallo? Eine Fälschung. Tut man sowas? Jemanden belügen? Ich war ganz zerknirscht, bis du gesagt hast, dass du bei den Salamandra warst. Tja, in diesem Fall musst du hierbleiben.
Und du meinst, das hält mich auf. Ach, Rassentyp, ey. Rassentyp. Naja. Wir haben keine Ausrüstung mehr. Wir stecken wie immer wieder im Kerker und... Ach, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge und... Ja, würde ich sagen, brechen wir aus und vernichten alle, die hier rumlaufen. Wie immer. Tschüss.